Ja, nehme ich mit dir jetzt noch einmal ganz kurz auf das gestrige 0:2 in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde beim VfL Osnabrück zu sprechen kommen. Ich will noch nicht mal sagen, dass mich die Leistung irgendwie großartig enttäuscht hat. Das war gerade in der zweiten Halbzeit, war das sehr okay gewesen. Und da hatten wir wirklich richtig, richtig, richtig viel Pech. Wir hatten da, glaube ich, 4 oder 5 Mal Lotte und Pfosten getroffen. Daran liegt es nicht. Der Wille war da in der zweiten Halbzeit, das alles wirklich noch irgendwie vor uns gut enden zu lassen. Nein, die Probleme liegen bei uns sehr viel tiefer. Die Probleme liegen vor allem im personellen Bereich. Wir haben Abgänge zu verzeichnen. Jetzt ist auch noch hier Osako nach Isselgrube hingegangen und weitere Abgänge stehen wohl kurz bevor. Ich sag nur, Josh Sachen, ich habe heute noch gar nicht im Internet nachgeschaut, ich weiß nicht genau, was da jetzt Sache ist, ob der inzwischen die Sache mit Norwich City in trockenen Tüchern ist. Und eventuell geht auch Jiří Pavlenka weg. Wir haben also Abgänge und wir haben aber keine neuen Leute. Und das ist eine Sache, da fehlt es wirklich an allen Ecken und Enden. Die Vereine sind nicht bereit, so ohne weiteres ihre Leute abzugeben und wir können nicht immer wieder uns darauf verlassen, dass uns welche aus der U23 zur Verfügung gestellt werden, denn die stehen selber kurz vor dem Start in die neue Saison und wollen dann natürlich selber einen Stamm haben. Ihr könnt euch gerne mal unten ins Kommentarfeld reinschreiben, wie ihr die Sache seht, und dann werden wir uns darüber unterhalten. Ansonsten werde ich mich wieder am nächsten Samstag vor dem Heimspiel gegen den SC Paderborn. Bestelle Lebenslang Grün-Weiß, Lebenslang Werder Bremen. Euch noch einen schönen Sonntag.